In diesem Video möchte ich euch meine Ausrüstung als Freelancer zeigen. Denn neben den ganzen Social Media Projekten, die ich hobbymäßig betreibe, bin ich auch als Freelancer nebenbei tätig. Und dafür habe ich mittlerweile einiges an Ausrüstung von Licht über Kamera bis Mikrofon-Equipment angesammelt. Und ich dachte mir, das möchte ich in diesem Video mit euch teilen. Wichtig hierbei anzumerken ist, dass es hier nicht um mehrere tausend Euro an Ausrüstung geht, sondern bis auf meine Kamera und meinen Laptop alles in der eher unteren Preis-Range angesiedelt ist und somit auch eine eventuell sinnvolle Empfehlung für jeden Einzelnen von euch sein kann. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr sagt, das fehlt in deiner Collection, warum hast du das noch nicht? Oder wenn ihr in diesem Video etwas erfahren habt, wovon ihr euch denkt, boah, diese Lichter oder das, das ist so cool. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, lasst ein Abo auf diesem Kanal da und liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Das erste, was ich nutze, ist eine Canon EOS R mit einem 24-105 f/4 Objektiv. Ich benutze hier das Objektiv der L-Serie und bin persönlich sehr zufrieden damit. Die Kamera habe ich mir damals gekauft, weil ich eben, wie gesagt, auch sehr gerne fotografiere und das Ganze auch für meine Freelance-Arbeit nutze. Das Objektiv habe ich letztens von meinem Kit-Objektiv geupgradet. Auf diesem Ganzen benutze ich das Rode VidMic Go, also das Rode VideoMic Go. Das steckt oben auf der Kamera drauf und ist ein kleines, portables Richtmikrofon. Meine ganze Arbeit verrichte ich auf meinem MacBook Pro M1 13 Zoll von 2021. Das habt ihr auch schon mal in meinem What's in My Everyday Carry Bag gesehen und somit ist das nichts großartig Neues. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Dingen, die etwas neuer sind. Vor allem für Porträtfotografie benutze ich ein Canon EOS 50mm Objektiv oder auch genannt das gute Nifty 50. Das ist ein Objektiv, das sollte, glaube ich, in keiner Kameratasche fehlen und kann immer extrem nützlich sein und sorgt für ein wunderschönes Bokeh und sehr scharfe und gut geschossene Porträts. Als nächstes von den Kleinigkeiten nicht fehlen darf, ist ein gutes Multitool. Man weiß nie, was auf einen zukommt und somit ist ein gutes Multitool, das mit verschiedensten Funktionen von Schraubenzieher über Messer über Flaschenöffner ausgestattet ist, auf jeden Fall empfehlenswert. Für die ganzen Objektive benutze ich natürlich ein Lens Cleaning Kit. Das ist ein 11 Euro Lens Cleaning Kit von Amazon. Als nächstes benutze ich eine Powerbank. Eine Powerbank kann für sämtliche Lichtakkus, also auch Handy, Laptop, Kamera auf jeden Fall sinnvoll sein. Also sollte es meiner Meinung nach eine Powerbank sein, die zum Beispiel über genug Power verfügt, euren Laptop vollladen zu können, denn dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ihr auch alles andere unterwegs laden könnt. Und man weiß nie, wann man mal Strom braucht. Auf dem, was die Kamera steht, ist natürlich ein Objektiv. Es ist von Ekoto. Ich glaube, dieses Objektiv gibt es nicht mehr auf Amazon. Ich habe das mal extrem günstig geschossen. Das war ziemlich verbilligt. Ich glaube, von 150 auf 90 Euro oder so ist auf jeden Fall kein Profi-Stativ, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Dann habe ich natürlich ein kleines Tischstativ. Man weiß nie, wann das nicht mal nützlich sein kann, wenn man die Kamera kurz irgendwo hinstellen muss, das Handy oder ein Licht irgendwo kurz an einem Tisch fixieren muss. Dieses Stativ ist auf jeden Fall Gold wert, hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Gerade für heutzutage für Social Media, also TikTok, Short-Videos und so weiter, ein portables Handy-Stativ. Dieses Handy-Stativ kann man unten per Tastendruck öffnen und ausklappen. Es hat eine kleine Fernauslöser-Fernbedienung dabei. Es ist einfach ein extrem gutes und portables Stativ, um mal schnell euer Handy wo zu fixieren. Man kann es ausfahren auf bis zu 90 cm Höhe und ist somit auf jeden Fall auch ein Must-Have für jeden, der gerne Short-Videos erstellt. Hat mich, soweit ich es richtig in Erinnerung habe, gekostet. Ich glaube, es müssten 20 Euro gewesen sein. Ich benutze ein Ringlicht mit einer sehr praktischen Fernbedienung, womit man den Kelvin-Wert verstellen kann und die Helligkeit verstellen kann. Habe es, glaube ich, für 35 bis 45 Euro gekauft. Und vor allem das, was ich wollte, es ist ein durchgehendes Ringlicht. Das heißt, man sieht keine störenden einzelnen LED-Punkte. Meine neueste Lichtanschaffung sind diese zwei newer Lichter. Kann ich euch einmal zeigen. Das sind Lichter von Neur, die ihr mit eurem Handy verknüpfen könnt und dann sämtliche Farben einstellen könnt. Und warum ich mir die geholt habe, ist
primär für die Fotografie, denn diese Lichter können, wie schon erwähnt, in sämtlichen Farben eingestellt werden. Helligkeit, Kelvin, alles dabei. Aber was für mich der ausschlaggebende Punkt war, ist, dass die auch nicht mit Steckdose, sondern eben auch akkubetrieben verwendet werden können. Diese Lichter haben mich gekostet 110 Euro. Dabei ist noch eine schöne portable Tragetasche, in der man alles transportieren kann, sogar das eigene Stativ noch dazu. Es waren Stative für diese Lichter dabei, die eben auch auf 1,80 Meter, glaube ich, gehen. Kugelköpfe für die Lichter und eben die Arcus Plus, die Steckdosenadapter. Und das für 110 Euro von einer recht bekannten Studio-Lichtmarke ist auf jeden Fall mein Bang for the Buck gewesen und auch der Grund, warum ich sie gekauft habe. Und wie ihr jetzt sehen könnt, bis auf mein MacBook und meine Kamera reden wir hier von wirklich preiswerten, aber eben auch sehr guten Produkten. Und deswegen zeigt es wieder einmal mehr, dass man nicht mehrere tausend Euro am Anfang in die Hand nehmen muss, um ein schönes Ergebnis zu erzielen. Je professioneller man werden will, je mehr Geld man verdient, desto mehr kann man in solche Dinge investieren. Aber gerade am Anfang, wenn man sich etwas Kleines aufbauen möchte, reichen diese Produkte vollkommen aus. Vielleicht war ja eine gewisse Inspiration auch für euch hier in diesem Video dabei. Das würde mich sehr freuen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Über ein Abonnement und ein Like würde ich mich natürlich noch mehr freuen. Es kommen viel mehr solche Videos auf meinen Kanal in Zukunft, auch was ich so genau als Freelancer mache. Also bleibt da unbedingt am Start. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch, euer Flo. Ciao.